Mein Glück und meine Funktion sind eins. Mein Glück und meine Funktion sind eins. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Und ich kann nur mit Gott wahrlich glücklich sein. Nur mit Gott in meinem Geist. Deshalb sage ich immer wieder, richte dich nur für Gott aus, hin zum Licht. Mein eigenes Licht. Gott schenkt mir alles. Schenkt mir das Licht, die Liebe, den Frieden, das Glück. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Im Grunde bin ich nur hier, um glücklich zu sein. Woran hapert's, dass ich das nicht wirklich denke? Glückliche, liebevolle Gedanken in meinem Geist zu hegen. Nur das ist Gottes Wille. Deshalb sind die Lektionen jetzt so genau, wirklich jeden Gedanken, der nicht wahr ist, der mich scheinbar behindert, mich blockiert, aufzugeben. Dafür braucht es scheinbar Zeit, 10 bis 15 Minuten, damit wir da genauer hinhören, hinschauen, damit ich sehen kann, hey, das ist kein glücklicher Gedanke, der kann nicht von Gott sein. Weg damit. Heiliger Geist, bitte, bitte hilf mir. Bitte wandel du meinen urteilenden Geist. Möge ich kapitulieren. Möge ich mein altes System aufgeben. Mit all den Tricks und Spielereien, Versuchungen und Verführungen. Gott will nur, dass ich glücklich bin. Ich weiß gar nicht, was das wirklich ist. Wirklich entspannt zu sein, ein tiefes Wohlbehagen zu empfinden, dauerhaft, durchgehend, immer da. Ich kenne das nicht. Also ist der Ruf an mich, mir das Selbst wieder zu geben, was mir schon längst gegeben ist. Durchweg immer da, weil ich das bin, weil das meine Natürlichkeit ist, mein wahres Fundament, glücklich zu sein, in der Liebe des Vaters zu sein, Liebe zu lehren, hilfreich zu sein, damit ein jeder Glück erfährt. Da genau hinzuschauen. Vollkommenes Glück. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Mein Glück und meine Funktion sind eins. Da habe ich noch was zu lernen und einiges zu verlernen. Zurücktreten, mich führen lassen, mich erweichen lassen. Vertrauen lernen. Öffnen. Sich noch weiter öffnen. Immer tiefer gehen. Mir selbst begegnen. Zu lernen, mit sich selbst im vollkommenen Wohlbehagen zu sein, in jeder Situation. Egal, wo ich bin. Nichts kann meinen Frieden stören. Wenn dem nicht so ist, schau hin und vergib dir das. Gib es ab. Meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Wir sind gerufen, da klar und deutlich zu sein. Aber liebevoll, sanft. Mein Glück und meine Funktion sind das Gleiche. Gott ist mein Glück. Ein Glück ist Gott mein Glück. Damit ich mich selbst erkenne, möge ich wahrlich der glückliche Schüler sein. Glücklich sein in meinem Geiste, unabhängig von meinem Körper. Das kann ich nicht denken. Nicht wirklich, das kann ich nicht erfassen. Es ist ja ein einziges Geschehen lassen. Möge ich geschehen lassen. Da ist einfach nur Liebe. Da ist einfach nur Liebe. Und da darf ich mich so hinein entspannen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht wirklich, was das ist, sich zu entspannen, die Spannung herauszunehmen, diese Geschichte, dieses Drama, diese Emotionen, dieses Auf und Nieder, hin und her. Entspannt sein heißt in Ruhe sein, gleichermaßen, gleichmäßig. Ruhig, in stillen Gewässern. Und vielleicht bemerkst du, dass da noch versteckte Anteile immer wieder anklopfen, die dich vielleicht sogar beunruhigen. Gemeinsam, sanft, Schritt für Schritt. So wie ein jeder bereit ist, schauen wir da mehr und mehr darauf und berichtigen uns für uns und somit für einen jeden. Keiner ist da alleine, weil es immer nur der eine Geist ist. Keiner ist da besonders, weil es das nicht gibt. Ein jeder scheint sich hier getrennt zu haben. Und ich bin nur hier, um das zu berichtigen, Vergebung zu lernen und zu lehren. Für meine eigene Befreiung. Für mein Glück. Mein Glück und meine Funktion sind eins. Damit dieser sinnlose Kampf, diesen gespaltenen Geist, nicht mehr weiterführe. Mich nur für Gott, für den Heiligen Geist ausrichte. Und der reagiert nicht. Es ist immer nur das Ego, was losspringt, sich aufbäumt, eben reagiert. Das ist ja genau der Teil, der diese Welt meinetwegen so wahr macht, sodass ich denke, das bin ich. Und jetzt haben wir aber den Heiligen Geist. Und ich höre, hey, sei still. Tritt zurück. Entspann dich. Nichts ist bedroht. Du bist nicht in Gefahr. Du träumst hier nur. Komm, du kannst auch den glücklichen Traum träumen. Vertraue. Das Glück ist nicht da im Außen zu finden. Es kann nur durch mich kommen. Gottes Gaben eben. Sie können nur durch mich gegeben werden. Also, wenn das Ego scheinbar angreift, wird der Heilige Geist nicht darauf reagieren. Kann er gar nicht. weil er dich nur in Liebe sieht, den Angriff gar nicht wahrnimmt. Ich nehme das nur wahr, wenn ich eben wild mit meinem Ego-Geister unterwegs bin. Und da geht es manchmal ganz schön wild zu. Und das bleiben zu lassen. Trotz des starken Sogs, dass das Ego-Denksystem so auf mich hat. Möge ich mir das vergeben, dass ich da immer wieder nochmal reinplumpse oder mich selber in Versuchung führe. Dass ich vergessen habe, dass Gott nur mein Glück will. Gott will nur mein Glück. Er will nur, dass ich glücklich bin. Und ich sitze da oder stehe da und weiß gar nicht. Habe das nicht gelernt. Ich brauche Hilfe. Ich will diese sinnlosen Auseinandersetzungen nicht mehr. Scheinbare Konflikte. Widerstand, erreicht haben, urteilen, das heimliche Waffenlager. Wir wollen einfach froh sein, dass wir herausfinden können, was die Wahrheit ist. Und das tun wir gemeinsam. Herausfinden, was die Wahrheit ist. Uns erlösen. Für unser Glück. Glücklichen Geistes sein. Gott ist nur Glück. Nur ein liebevoller Gedanke. Also deine Funktion und dein Glück sind identisch. Sie sind eins. Und das nicht in Frage zu stellen, weil dann bin ich wieder auf der niederen Ebene. Nimm es an, es ist ein Geschenk für dich, weil du für Gott selbst das Geschenk bist. Gott gibt dir nur Glück. Deshalb muss die Funktion, die er dir gab, Glück sein, auch wenn sie etwas anderes zu sein scheint, hier im Äußeren. Es geht nur um deinen Geist. Identifiziere dich nicht mehr mit der Angst. Nur mit der Liebe. Identifiziere dich mit der Liebe Gottes. Und du wirst Vertrauen lernen. Lehre nur Liebe. Gott gibt mir nur Glück. Er hat mir meine Funktion gegeben. Deshalb muss meine Funktion Glück sein. Sprich diese Worte nach. Gott gibt mir nur Glück. Es sind Worte für dich. Er hat mir meine Funktion gegeben. Deshalb muss meine Funktion Glück sein. Gott gibt dir nur Glück. Er will dich im Glück sehen, weil er nur das kann. Du bist seine Liebe. Er sieht dich nur im Licht. Also möge ich Gott nicht als etwas anderes definieren, was er nicht ist. Die Liebe kann nichts Böses geben. Und was nicht Glück ist, ist böse. Lehre nur Liebe und du lehrst dein Glück. Gott kann nicht geben, was er nicht hat. Und er kann nicht haben, was er nicht ist. Er kann nur Liebe geben, doch nichts Böses, was dich unglücklich macht. Dann habe ich mich falsch entschieden. Dann habe ich die Ebenen verwechselt. Punkt aus. Ich muss mich korrigieren. Danke, dass ich das sehen darf. Dass ich da noch etwas für mich behalten wollte. Danke, dass ich sehen darf, dass ich mich wieder in Versuchung geführt habe. Wenn da Gedanken von Nicht-Liebe sind. Ich will die Sühne für mich annehmen, die Korrektur, die Berichtigung. Ich könnte stattdessen Liebe sehen. Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Ich könnte stattdessen Glück sehen. Wenn Gott dir nicht ausschließlich Glück gibt, muss er böse sein. Kann das sein? Das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht zwei Herren dienen, zwei Welten sehen. Das ist der gespaltene Geist. Und das aufzugeben, sich klar für eins auszurichten. Und das ist Gott. Für mich ist es Gott. Also muss ich mich erheben und erhellen, damit ich nicht auf dieser dualen Ebene so kleben bleibe. Hin und her und her und hin. Sondern in diesen einsgesinnten Geist mich erhebe, darüber hinausschaue, meinen mächtigen Geist erfahre, ausdehne, weite. Mit all den Gaben, die mir von Gott gegeben sind. Und das ist so mein Glück. Gott hat uns diese Funktion gegeben. Mögen wir das Heim des Heiligen Geistes, in dem die Wahrheit wohnt, annehmen. Es ist auch unser Heim. Die Wahrheit. Wir sind die Wahrheit, der Weg, das ewige Leben. Das ist der eine Geist, der reine Geist. Meine wahre Größe. Das Licht. Wir sind das Licht. Und Vergebung ist das Mittel. Ich selbst bin das Mittel. Das haben wir doch alles schon gehört. Was meinst du? Wer ist da angesprochen? Wer ist da gerufen? Ich habe gut gelernt, nicht hinzuhören. Und ja, jetzt langsam aufzutauen und mich mehr und mehr auszurichten. Mich von dieser alten, klebrigen Masse nicht mehr beeindrucken zu lassen. Da ist ja nichts. Da ist nur Liebe. Schau darüber hinweg. Nur der Heilige Geist ist dein Führer, dein Lehrer. Niemand anderes. Ich bin auch nicht dein Lehrer, dein Führer. Ich bin nur Teil von dir. Und der Teil klopft an. Hallo, wach auf. Lass uns zusammen nach Hause gehen. Huhu, ich bin dein Bruder. Mögen wir gemeinsam das Glück erfahren, der glückliche Schüler sein. Ich bin nur gekommen, um dich zu erinnern. Und das heißt immer, mich selbst zu erinnern, weil du ich bin und ich du. Nur der Heilige Geist schenkt mir die Liebe, doch nicht das Ego. Wo bin ich dann? Auf der Körperebene. Dann hege ich Körpergedanken. Und dann bin ich wieder bedürftig und fühle wieder den Mangel. Das ist nicht von Gott. In Gott kann es keinen Mangel geben. Bin ich einfach nur Liebe und schenke einfach nur Liebe. Also ist es meine Funktion, alles in Liebe zu bewahren. Das zu lehren. Lichtbringer. Glücksbringer. Für mich selbst, für die Erlösung. Weil das Gottes Wille ist. Und Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Er will nur, dass ich glücklich bin. Also möge ich nur auf Gottes Stimme hören. Alles andere muss ich wirklich vergehen lassen. Konsequent, vehement. Mir klar sein, das ist nicht von Gott. Ich lungere schon wieder im Nichtsein herum. Halt, ich trete zurück und richte mich nur für Gott aus. Und will dem keinen weiteren Wert mehr beimessen. Keine große Sache daraus machen, dass ich mich immer wieder noch irre oder selbst getäuscht habe. Ein Glück, will Gott nur mein Glück? Ich richte mich nur für Gott aus. Ich kann unter der Führung des Egos keine Erlösung finden. Das ist ja genau der gespaltene Geist. Ich versuche, zwei Herren zu dienen. Gott irgendwie haben zu wollen, folgen zu wollen, aber halt hier noch die Ego-Welt haben wollen, das, was ich mir hier kreiert habe, weil ich so Schiss habe, dass ich irgendwas aufgeben muss, wenn ich mich nur für Gott ausrichte. Und das, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe. Das zeugt ja von meinem Misstrauen. Ich vertraue Gott nicht, wenn ich da noch im gespaltenen Geist rumhänge. Oder hat etwa jemand die Erlösung im Ego gefunden? Ich nicht. Ich dachte. Aber dann sehe ich oder habe ich gesehen, wie sehr ich meinem Körper noch Bedeutung gebe, wie er jetzt alt und welk wird, zu Staub zerfallen wird hier in diesem Traum. Das hat mich eine Weile schon geschreckt. Mittlerweile habe ich mehr und mehr Frieden damit geschlossen. Dem nicht mehr die Bedeutung geben, das bin ich nicht. Ich bin hier nur der Träumer. Es gibt keinen Tod. Also kann ich nicht sagen, dass ich jemals wirklich glücklich war, weil ja Gott in meinem Denken, in meiner kleinen Erinnerung, nie wirklich in meinem Geist war. Ich habe ja dissoziiert, mich weggebeamt. Habe ja die Tür zugehalten. Habe mich im Verborgenen gehalten. Da kann ich nicht glücklich gewesen sein, auch wenn ich vielleicht viel Spaß hatte. Aber es war ja immer vom Außen abhängig. Das habe ich dann spätestens gemerkt, wenn ich viel alleine war. Oder wenn sich scheinbar mal eine Weile niemand gemeldet hat, an denen ich Erwartungen hatte. Da war mein Glück schnell dahin. Und das zeigt mir ja nur, dass ich es von außen abhängig gemacht habe. Nichts kann meinen Frieden stören. Schau mit Gott, schau mit dem Heiligen Geist. Und es ist völlig wurscht, wo ich bin, was ich mache, was ich tue. Was mir gerade gegeben ist. Mein Glück hängt nicht davon ab, weil mir jetzt das Glück von Gott gegeben ist. Und das ist eine völlig andere Ebene. Es braucht sehr viel Ehrlichkeit. Authentisch sein, das will gelernt sein. Also, wirst du weiterhin auf den Wahnsinn hören oder auf die Wahrheit? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, hören, lernen, so rum. Dass wir lernen zu hören und das wirklich trennen zu können, das Wahre vom Falschen. Und ich sehe, wie schwierig es ist, dass ich gar nicht bemerke, dass ich schon wieder in der Falle sitze, in meiner eigenen. Und irgendwann wird es mir gewahr. Und dann kein großes Ding draus machen, sondern, okay, ja, danke. Ich berichtige. Ich will die Sühne annehmen. Weiter geht's. Ich will mich nur für Gott ausrichten. Ich will mich nicht mehr für schuldig erklären. Selbst ein Kläger sein. Es ist nichts geschehen. Also Wahrheit oder Illusion? Liebe oder Angst? Heiliger Geist oder Ego? Was hätten Sie gerne? Nur die Wahrheit ist wahr. Alles andere existiert nicht. Also übe dich so oft du kannst, den ganzen Tag hindurch, immer wieder in kleinen Schritten. Und vergiss nicht, dich auch mal etwas länger hinzusetzen. Mein Glück und meine Funktion sind eins, weil Gott mir beide gegeben hat. Und meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Es ist alles eins. Nur für Gott zu gehen. Und das gibt mir schon alles. Mein Glück und meine Funktion sind eins, weil Gott mir beide gegeben hat, als eins. Weil es nichts Getrenntes gibt in Gott. Ich kann nur Ganzheit sehen, erfahren, spüren. Vollkommenheit, Vollständigkeit, Liebe eben, mein Glück, Gott ist mein Glück, ein Glück ist Gott mein Glück. So dankbar, so ein stiller Jubel. So ein klares Sehen und Schauen. Auch wenn hier scheinbar alles zusammenbricht. Ich will klaren Geistes sein, ausgerichtet. Nur das. Alles andere sollte mich nicht kümmern. Der Körper ist eine Illusion, hat keine Bedeutung. Es wird alles ganz natürlich nachfolgen. Ich brauche mich um nichts zu kümmern. Ich bin Geist, im Geiste Gottes, reiner Geist, total unschuldig, liebend und geliebt, heilig, sehr heilig. Möge ich mich in Würde sehen, liebend und geliebt und so gesegnet. Wunderbar. Danke, danke, danke. Liebster Bruder. Und wir sagen einfach Amen. So sei es, so ist es. Amen. Kann gut sein, dass ich heute nochmal spontan auftauche. Hab keine Ahnung. Nachher ist die Textbuchstudiengruppe. Da tauche ich auf jeden Fall auf. Und da wird es natürlich, das ist ja unser Fundament, das wird natürlich genauso deutlich sein. Mein Bruder, du Liebe, du meine Liebe, bis gleich.